Tatsächlich ist es schlechter als mein aktuelles. Okay. War ich denn eben schon in einer schweren Welt gewesen mit Halloween? Das ist von allen Bereichen schwächer. Ich meine, klar, es hat offenbar einen Magie-Fokus. MP steigt um 1, Angriffskraft von Magie und Rufen steigt. Klar. Habe ich hier halt nicht. Aber es ist Level 6, was das heißen soll. Das hier ist halt Level 7. Sehr merkwürdig. Egal, tausche ich nicht aus. Jetzt bin ich hier fertig. Das heißt, ich gehe jetzt zurück zu Triton. Denn da ist ein Speicherpunkt. Und dann gehe ich zur nächsten Welt. Da fällt mir auch gerade ein. Ich habe eben noch gesagt, es gibt vielleicht auch doppelt so viele Welten wie die, die wir haben, wegen den Dalmatinern. Abzüglich dieser aktuellen Welt, denn hier gibt es ja auch mal keinen einzigen Dalmatiner zu finden, richtig? Wir haben keinen Dalmatiner in der Ariel-Welt. Das können wir also guten Gewissens abziehen. Gehen wir ferner davon aus, es gibt pro Welt 9, wie in Agrabah. Also 3 Truhen. Ja? Haben wir jetzt noch 4 Welten vor uns. 9 mal 4 gleich 36. Eine wissen wir sicher noch. Los, doch mitsingen. Nee, jetzt nicht. Zu spät dafür. Da wecke ich alle Nachbarn auf. Gib mir das Speichergedöns. Nein. Oh, rund. Der Sprint ist ganz nett, aber weil ich ja sowieso andauernd B und A, X verwechselt zum Motor hochtauchen, mache ich immer erst B und danach mache ich X, um Motor zu tauchen. Und dadurch habe ich jetzt einen Sprint dabei drin. Wie doof. Weg hier. So. Meister der Meere. Ja, bin ich. 1, 2. Also 1, 2, 3, 4, 5. Wobei hier waren doch da noch der Martina. 6. Wir haben 6 Welten sogar. Moment, da kann man nicht stimmen. Ich habe jetzt noch 36. Dalmatina, die ich finden muss. Wie gesagt, durch 9 sind 4. Aber ich habe doch die Hälfte gefunden bisher. Irgendwas stimmt hier nicht. Weil 12 Welpen pro Welt außer Olymp. Okay. 12, echt? Das heißt, ich habe noch 3 Welten vor mir. Nicht 4. Okay. Auch gut. Ach, Tatsache. Halloween Town war ein schwereres Dingens gewesen als Adatica. Faszinierend. Ich meine, die Bosse waren in beiden Fällen ziemlich leicht, außer halt dieser blöde Topf gerade. Man gibt also, nachdem ich hier war, nochmal eine Schlange nach rechts, nehme ich an. Mit den restlichen beiden Welten. Also eine Welt hier noch und dann noch 2 weitere. Ja, schauen wir mal. Hast du das jetzt aus dem Kopf gesagt, Duffy, oder hast du es noch gerade gegoogelt mit den Welpen? Du meinst ja, dass jetzt einmal wieder spielst, ist ewig her, und das noch so genau im Kopf hast, dann würde mich das da ganz schön beeindrucken. So passiert. Ein großes Schiff nähert sich uns. Ein ziemlich großes Schiff. Google war mir nicht mehr. Achso, alles klar. Google, sag ich ja. Moin, moin. Dunkle Grüße an der Nilex. Spreche ich das richtig aus? Du weißt Bescheid. Streamer und Namen sprechen. Schwierige Sache. Hallo und willkommen hier. Schön, dass du dich zum Chat entschieden hast. Was führt dich her? Hab ich dich gesucht. Oh, echt? Sowas dauert lange in dem Fall. Aber hast du gut gemacht, Duffy. Hast du gut gemacht. Also damals. Achso. Jawohl, war richtig. Ja. Einmal läuft's ja. Oh, Peter Pan, wa? Der fehlt ja auch noch auf meiner Liste. Wir wollen uns Rahmen alle festhalten. Okay. Hat sich das Spiel damals zu verkauft? Was weißt du darüber, Sefi? Es war sehr beliebt auf jeden Fall. Ich kann dir zu Verkaufszahlen generell nicht viel sagen, aber das Spiel... Sorry. Das Spiel hat zig Spin-Offs erzeugt. Also... Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 3 natürlich, ist, ne? Dann Chained, Memories, 58 and a half days, Coded, Birth by Sleep, Dream Drop Distance,
das aktuelle Rhythm-Spiel, das ich in den Kopf habe, wie es heißt. Und ich glaube noch ein Teil. 9 bis 10 Spiele sind es auf jeden Fall in der Serie. Also ja, ich denke, das spricht für die Verkaufszahlen an sich, oder? Ja. Wie oft habe ich damals Kingdom Hearts 1, 2 und 3 durchgespielt? Weiß ich nicht, wie oft denn. Vor allem 3 ist doch nicht so lange her. Ich noch gar nicht. Ich spiele zum ersten Mal Kingdom Hearts 1 tatsächlich. Ich hatte damals nur 358.5 Days gespielt und andere Spiele angespielt, aber nicht durchgespielt. Seit der Veröffentlichung wurde das Spiel weltweit über 6,4 Millionen Mal verkauft und begründet zahlreiche Fortsetzungen. Ja, also Teil 1, 6,4 Millionen Mal und so weiter und so fort. Kommerziell das erfolgreichste Spiel der Kingdom Hearts Serie ist das... Moment, warte. Teil 1 ist das kommerziell erfolgreichste Spiel? Oha. Unzählige Male. Das ist eine präzise Zahl. So, weiter geht's. Jedenfalls. Hätte nicht gedacht, dass du kommst, Sora. Schön, dich wiederzusehen. Hey. Wo sind Donald und Goofy? Liegt dir an denen so viel? Nö. Mehr als an deinen alten Freunden? Nö. Ehrlich nicht. Um die macht ihr keinen Kopf. Sorg dich lieber um sie. Kairi! Ganz genau. Während du rumgetrödelt hast, habe ich sie gefunden. Nicht so hastig. Auf meinem Schiff gibt's keine faulen Tricks, Kleiner. Riku, warum bist du auf der Seite der Herzlosen? Echt? Die Herzlosen gehorchen mir jetzt, Sora. Ich habe nichts mehr zu fürchten. Cooler Typ. Sei nicht dumm. Früher oder später verschlingt sie dein Herz. Keine Chance. Mein Herz ist viel zu stark. Riku! Meine neuen Kräfte ermöglichen mir vieles. Zum Beispiel das. Jetzt darfst du zu deinen Freunden. Danke. Stechen wir in See. Du meinst ins All. Und halte Sora von Kairi fern, bis wir wieder an Land gehen. Jetzt passieren Dinge, das finde ich auch schon mal ganz gut. Die verlauste Ratte glaubt, sie kann mich rumkommandieren. Und was machen wir jetzt, Captain Hook? Nichts. Im Laderaum wimmelt es von Herzlosen. Sollen die sich um die kleinen Kröten kümmern? Na ja, klar. Aber Captain, Sie wissen, wer da unten noch... Tick, tack. Das gehört zu mir. Dieses grässliche Geräusch. Nein, Captain. Bist du ganz sicher? Hab ich mir das da eingebildet? Oh, meine armen Nerven. Tja, der Hook und sein Problem. So, kurz Pause. Sonst komme ich mit Chattig hinterher. Freue mich schon auf riesig auf Kingdom Hearts 4. Ich weiß nicht genau. Ich habe ja dazu nicht viel zu sagen, weil ich habe nicht viel davon gespielt bisher, aber ich fand in Teil 3, ich habe mich auch auf Teil 3 gefreut irgendwie, auch wenn ich Teil 2 nicht gespielt habe und so weiter und so fort. Aber dass in Teil 3 quasi nichts mehr von Final Fantasy war, hat mich extrem gestört, wie auch viele andere langjährige Fans, so wie ich es mitbekommen habe, der Reihe. Also wenn Teil 4 dann mit FF-Charakteren dabei ist, bin ich auch dabei. Ansonsten, ich habe jetzt schon ehrlich gesagt relativ wenig Bock auf 3, weil es da eben einfach zu wenig FF, nämlich gar nichts quasi gibt. Das finde ich sehr, sehr schade. Das ist einfach, bäh. Aber naja, mal schauen. Dann ist ja ein 4 wieder mehr los. Hier trinken was für Brummi, der längst weg sein wollte. Auf euch. Edge plus 7 Seelen. Hab den Namen irgendwann mal aufgeschnappt, ansonsten ist es mir vollkommen an mir vorbeigegangen. Ja, meine Güte. Ist ja auch schon ein bisschen älter, die Reihe, ne, Nokachi? Lieblingsfigur der Reihe. Das fragst du jemanden, der die Reihe nie groß gespielt hat. Aber ich würde so ziemlich alle FF-Chars nehmen. Und ich mag Riku. Ich weiß ja hintergrundmäßig mehr über Riku, als das Spiel hier einem selbst bisher gesagt hat. Ich mag Riku. Ich finde Sora auch okay, wenn es danach geht. Und alles andere wäre ein Spoiler, weil die gerade ja noch nicht vorkam bisher. Insofern, ja. Und darf man Tipps geben? Ja, warum nicht? Warum soll ich weg sein? Du meinst vorhin, Brummi, dass du nicht weißt, ob du sicher bist, dass wir uns heute noch mal sehen oder schreiben. Daher. Dachte ich, du wärst jetzt weg. So im Lurk und bis zum Streamende nicht mehr dabei. Okay, ich würde auf jeden Fall empfehlen, den Level hochzuballern. Sowieso, mache ich ohnehin. Das war Kurin. Was, das war Kurin? Ach, dammit. Atemluftmangel. Ach was, sowas habe ich nicht. Kurin war das. Ich habe beide rote Farbe. Es irritiert mich, wenn ich alles nacheinander vorlesen muss. Aber leveln tue ich auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wo kann ich denn effektiv leveln? Aktuell habe ich jetzt die letzte Woche in der Arena gelevelt.
Gibt es denn aktuell bessere Plätze als Arena zum Leveln? Ich meine, gut, Arena ist halt der Haken, da kriege ich halt XP ganz gut, aber ich bekomme nicht so gut oder gar nicht einen Taler dazu. Doch bei mir. Wieso bei dir? Was los? Wegen Hitze oder was, Duffy? So, fortfahren. Ja, es war ganz bestimmt Kairi. Ich habe sie endlich gefunden. Yay. Oh, schön. Die Höhlenlose. Dann gehen wir mal hoch und reden jetzt Seelenlose. Ja. Nein, niemals. Oh. Entschuldigung. Da. Villa mit Kniff oder Traverse Ost, na, echt? Wie geht's? Ihr wollt hier raus, hä? Hey, Peter. Wer bist du? Ich bin die Antwort auf eure Gebete. Ich bete nicht. Jo. Also gut, bitte, wie ihr wollt. Du sitzt doch hier auch fest, oder nicht? Ich kann fliegen, ich glaube nicht. Nein, ich warte nur auf jemanden. Er kann fliegen. Auf wen? Ich ahne was. Ich ahne was. Naseweiß, wo warst du so lange? Ach stimmt, die heißt ja Naseweiß im originalen Deutschen, ne? Nicht Tinkerbell. Ganz vergessen. Warte, da war noch ein Mädchen, sagst du? Bist du verrückt? Auf gar keinen Fall lasse ich Wendy im Stich. Oh. Auf die Schnauze. Nochmal. Komm schon, Naseweiß. Mach die Tür auf. Schlüssel. Ich bin Peter Pan. Ich bin Sora. Okay, wir sitzen im selben Boot, aber nur bis wir Wendy finden. Sei nicht so, du Pseudo-Link. Ehrlich mal. So, musste husten, da hat sich was den Weg nach draußen gesucht. Mir fault gerade die Nase ab. Was? Ich hätte es besser nicht nachgefragt und es besser nicht nachgelesen. Aber, Danilex, will er mit Kniff von Traverse Ost leveln denn da die Gegner quasi mit? Weil ich habe beim ersten Grinding-Prozess von mir auch Traverse Ost tatsächlich abgegrast, also aus rein intuitiven Grinding-Bedürfnissen heraus. Fand ich auch sehr gut, aber aus jetziger Sicht, das gab mir so 200 oder nicht mal 200 XP pro 2 Minuten irgendwie. Das ist deutlich weniger, als wenn ich jetzt im Turnier bei Herkules trainieren würde. Wenn ich da Leon und Yuffie besiege, was 300 und 400 Punkte gibt, ist das halt deutlich mehr XP. Oder leveln die natürlich mit, das kann natürlich sein, dann würden die mehr XP geben und auch vor allem Geld natürlich. Blutwein, Glückwunsch, Nukachi, das gute Zeug, ja, sowas von. So, Peter, nein, warte, was? Donald. Immer Donald raus. Ganz kurz gucken, was der Gute uns beisteuert. Teledolch. Klingt interessant. Ein Teledolch. Piu. Ich bin der Meinung, die leveln mit. Okay, muss ich mal rausfinden. Das kann ich ja offscreen machen. Das Ding ist ja, grinden tue ich ja immer offscreen. Das mache ich nicht im Stream. Das ist immer ein bisschen doof, weil langweilig und bla. Im Stream mache ich bloß Story und alles Relevante. Wenn auch vielleicht mit Nebenquests, aber alles andere mache ich halt für mich zwischendurch. Dann sonst, naja, das schlaucht, glaube ich, für Zuschauer einfach. Und ich grinde aber zu gerne und das übertreibe ich auch so. Und, naja, offscreen jedenfalls. Zielbart Stock, okay. C4 Abwehrtechnik ist nett. Jackpot. Glückspilz passt für mich. MP ist okay. Volltreffer. Zweimal. Dreimal. Und Charmeur hat er auch zweimal, wenn er wollte. Guck einer an. Ich glaube, das ist cool, aber ich komme ohne Schummeln klar. Also Charmeur reinnehmen. Passt für mich besser, denke ich. Vor allem jetzt diesen Wellenangriff konnte ich jetzt gar nicht nutzen, weil ich unter Wasser war. Jetzt zeige ich euch jetzt zum ersten Mal den Wellenangriff den hier in dieser Welt. Genau, ich würde es wahrscheinlich auch auf jeden Fall testen. Ja, mache ich auf jeden Fall. Dann hör den echt nur noch. Aber danke für den Tipp. Ich kann dir aber deine Zähne einzeln aus der Fresse treten, echt, ey. Oder schulde deinen Rückgrat aus dem Hals, Junge. Aus dem Hals, Junge. Zack, zack, zack. Stirbus, zapp, zapp, zapp. Oh, da bin ich. Eieiei. Hab ich viel Leben oder was? Ich bin weg. Was ist mit dir nicht richtig? Ja, flieg gegen die Kiste. Flieg gegen die Kiste. Flieg gegen die Kiste. Los. Machst du gut. Bester Mann. Peter Pan. Läuft. Wenn er mit Kniff von einem auch den Geiz immer ganz zum Powerleveln. Okay. Ich meine, da waren viele Gegner Wellen und auch viele auf kurzer Zeit. Aber muss ja dann damit zu tun, dass sie mitleveln, die Gegner. Sonst wäre es ja Quatsch. Ich hole mal nach. Aus dem Hals. Aber sowas von.
Nichts für mich. Oh, die Kamera ist gerade wieder ein bisschen eklig. Ah. Wow. Die dreht sich ganz, ganz willkürlich. Ja. Finde ich nicht gut. Moment, ich hab doch Blitzra bekommen. Vielleicht kann ich jetzt Blitzer wieder anstelle von Eisra nutzen, weil es jetzt mehr Schaden macht. Test. Donnerschlag! Sieht genauso aus, aber ich denke mal, der Schaden wird höher sein. Moment, konnte ich... Ach, die Kamera, was ist denn los mit dir? Konnte ich Gelb jetzt schon machen? Kann ich jetzt mal nachgucken? Charaktere wahrscheinlich eher nicht. Triotex. Nein, habe ich noch nicht. Okay, brauche ich also nicht. 13, 17, 5, 6, 3, 9. Links ist angewandt. Rechts ist, was noch vor mir liegt. Oder wie sehe ich das gerade? So oder so, Gelb geht nicht. Okay. Komm ich weiter nach oben, weil das Ding auch weiter nach oben geht. Ah, die Kamera dreht sich nicht. Eine Tür hier. Ich habe keine Ahnung, Lukashi. Da war ein Loch im Boden. Was zum... Hey! Ja! Ja! Ich kann mehr Accessoires tragen! Geil! Geil! Awesome! Mega gut! Aua! Ah, wie schon mehrmals gesagt, Lukashi, ich glaube, ich bin so theoretisch bei der Hälfte des Spiels aktuell. Und die 20 Stunden zählen ja an sich nicht 1:1, weil ich ja bestimmt 5, 6 damit nur mit Grinden verspracht habe. Was man nicht machen muss, wenn man ein gutes Spiel ist. Also, schätze ich mal 20 bis 30 Stunden, wenn du schnell bist. Ohne große Nebensachen zu machen, würde ich jetzt beim Spiel schätzen. Aber ich habe keine Ahnung. So, alle weg, rein. Nächste Welle. Zack, zack, zack. Los geht's! Oh. Reicht's mir hier. Verdonnert euch alle. Noch einer. Hat jetzt nicht so den krassen Impact, der Donnerschlag. Mag aber auch am Gegner liegen gerade. Schwer zu sagen. Muss ich mal eine Arena ausprobieren, wo ich halt meine Referenz habe, wo ich mal gekämpft habe. Fix da tot gehen. Aua. Aua. Der Lebensbalken geht fast gar nicht unter den Dingern. Also, dafür ist es jetzt nicht gerade so geil. So, aber Ausrüstungsslot extra. Jetzt geht's ab. Ja, ich könnte alles nehmen. Wenn ich irgendwas habe, meinen Angriff auf 2 Punkte steigt, so wie das hier, wäre das schon eher was für mich. AP und Abwehrkraft auch nicht verkehrt. Nochmal, ja, also ich habe ja bereits alle Elemente runter bei mir. Und jetzt käme auch nochmal dann Dunkel wieder dazu. Ich glaube, das kann man sich gönnen. Aber warte kurz. Angriffs- und Abwehrkraft steigen. Ist nicht der Fall. Nur Angriff steigt gerade. Sehr merkwürdig. Ist doch ein leerer Slot, wo ich es draufsetzen will. Warte kurz. Ich habe einen Heiligen Ring hier und ich habe einen Elementring da, der das Gleiche macht. Boah. Das ist krass. Das ist quasi 40% Resistenz gegen fast alle Elemente. Dunkelheit und wenn es noch Licht geben sollte, zählen nicht. Die habe ich nicht drin, aber das ist mega. Das behalten wir erstmal so. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Was mir nicht gefällt, ist die Kamera. Die dreht, wie sie will. Ich weiß gar nicht, wann im Originalspiel. Das ist ja das Remaster. Oh, was? Neue Sequenz. So, wieso kannst du. Die Kamera auch drehen können, wie man wollte? Oder ob es ein Feature von Remaster ist? Wollt ihr es mal versuchen? Was gibt auch die Option, das mit Fixer-Kamera zu spielen, die einen automatisch erfolgt? Das ist vielleicht dann an solchen Stellen schwierig. Oh, bist du immer noch böse Naseweiß? Klar. Hier, ein bisschen Feenglanz. So, jetzt kannst du fliegen. Du bist eine Ente, musst du fliegen können.
Das ist wahrscheinlich Absicht bei ihm. Was? Wendy gehört nicht zu den Auserwählten? Offenbar gibt es nur 7. Und Malefit sagt, sie gehört nicht dazu. Ha, ist doch keine Prinzessin. So schnell wie möglich Anker lichten. Und alles an Ballast abwerfen, inklusive ihr. Oha. Nach dem ganzen Theater, das wir hatten? Und warum diese 7? Was hat Malefiz da überhaupt vor? Wer Malefitze? Solange ich Kairis Herz zurückgewinnen kann, ist mir alles egal. Du verschwendest nur deine Zeit. Das Herz des Mädchens haben die Herzlosen verschlungen. Es ist für immer verloren, darauf wette ich meine zweite Hand. Ich werde es finden, egal wie. Captain? Was? Die Gefangenen sind entkommen. Aber schlimmer noch, Peter Pan ist bei ihnen. Verdammt sei dieser Peter Pan. Nun gut, denn bringen Sie mir die Geisel in meine Kabine, Schmie. Aber Dalli. Seit wann sieht's das, Schmie? Das ist ja fast eine Art Respekt. Was ist Naseweiß? Peter? Peter Pan? Die einzig wahre, hä? Wendy! Schnell, beeil dich! Die Piraten kommen! Was? Ich bin gleich bei dir. Sekunde Geduld. Wendy? Ja? Ist bei dir da oben noch ein Mädchen? Ja, wieso? Aber ich glaube, sie schläft. Nee. Sie machte bisher keinen Mucks. Sie ist mal im Kopf, das ist alles. Kairi? Kairi! War das eine Tür oder waren so eine Schubladen? Ey, du hast ein Schwert. Schneid das Ding doch einfach auf. Oder mach Feuer drauf. Oha. Wendy! Los, schnell nach oben! Lauter Long to Beat, Main Story 28,5 Stunden mit Sidequest 41. Alles ungefähr, was ich geschätzt habe, dann kommt da hin. Passt. Zack. Das entspricht doch ungefähr meiner Erwartungshaltung. Das ist okay. Jetzt bin ich aber zufällig genau da gelandet, wo ich jetzt storymäßig hin musste. Auch ruhig, ne? Aua. Ach mal, jetzt bin ich mal wieder hier. Da habe ich gerade runtergefallen, den anderen. Oh, dieses Ding nervt mich. Puppenkasper-Theater. Spiegel-Schattenbild. Das ist aber echt schwierig. Moment, warte kurz. Ich hab doch Feenstoff bekommen. Ich muss jetzt fliegen können. Kann ich aber nicht. Hab ich hier neue Ability bekommen? Gruppenability vielleicht oder sowas? Moment. Nee. Ich wurde doch mit Feenstaub bestäubt. Wieso kann ich jetzt nicht fliegen? Oh. Ich kann es mal verraten, so ein kleiner Spoiler quasi. Ich ging davon aus, dass man hier fliegen kann irgendwann im Spiel, denn ich konnte das damals in dem Spiel mit den vielen Tagen auch irgendwann erreichen, dass man fliegen kann. Und das ist nämlich auch in der Peter Pan-Welt gewesen. Wahrscheinlich kommt es hier entweder mittendrin oder am Ende, denn offenbar geht's noch nicht. Wobei ich glaube, es war weniger ein Fliegen als mehr eine Art Gleiten in dem Spiel, was ich gespielt habe. Ob das hier ähnlich ist oder anders, keine Ahnung. Aber ich gehe trotzdem stark davon aus, dass man fliegen können wird. Ist hier oben drauf. Nichts. Ja, ich wollte nur wissen. Na, warte, bin ich hier runtergefallen? Geht nicht auf! Aua. Ich doch nicht. Hüpf, ja, Fall. Warte, wo muss ich jetzt hin? Oh nein, ich hab mich verlaufen. Ja, komm schon! Da, die Treppe, die Leiter wieder hoch da drüben. Und dann bin ich dem Raum, wo ich gerade mit der Sequenz war. Und so weiter und so fort. Orientierung und ich werden keine Freude mehr in dem Spiel, das sage ich euch. Absolut nicht. Ach. Ich kann die nicht ungeschafft rumlaufen lassen. Ich muss die töten, ich XP und alles. Komm schon! Los geht's! Ja, ja, der gackernde Peter Pan, man kennt's ja. Hallo, komm mal hier mit, danke. Was ich ja geiler fand als Disney's Peter Pan, war ja Pan.
Also, der Film Pan mit Robin Williams, der war super. Der war mega, ultra, awesome, gut. Aber hier komme ich auch nicht weiter, hier war ich doch... Moment. Ah, alles klar. Aber nicht so schnell. Da war noch ein Loch. Das da. Aha. Sehr schön. Grün kann ich zufälligerweise nämlich. Ich glaube, es öffne ich die Tür, die von einer Seite zu war. Kann das sein? Mal austauschen, bitte. Ich wäre gegengerannt, aber... Okay, was anderes. Auch gut. Oh, was lassen wir durch, ja? Also, jetzt bin ich hier wieder. Okay. Okay, läuft. Ich hätte gerne meinen Pan zurück. Danke. Und ganz kurz... Das war jetzt der geheime Gang. Ja, da lang, da lang. Nicht der, wo Kairi drin war gerade. Sequenz. Ah, okay, dann ist hier der richtige Rico, Mist. Warte! Böser Riku. Böser Riku. Böses Ich. Böses Ich. Donnerschlag! Oh, Minibosskampf. Da war sehr viel Leben für den Minibosskampf. Genauso wie Ursula gerade. Ursula. Naja. Stirb. Nimm mein Skeleton-Schlüsselschwert. Jack Skellington. Die hat's gebaut. Der ist Meister seines Fachs. Ja. Guck mal, da ist ein Diamant wieder. Aua. Drin. Oh, was? Das sind Schattenklone. Im wahrsten Sinne. Aua. Oh, mein Leben. Oh, nie auf was gerade. War fast tot. Danke für die Heilung, Kamerad. Alter. Okay, gib zu, die haben ordentlich Austeilpower. Das hätte durchaus schief gehen können gerade. Mal raus jetzt. Au. Das. Peter Pan ist gelevelt. Schön für ihn. Ja, ist schon ein cooles Schwert. Doch, Davi. Verstehe ich. Ist ein cooles Schwert. Schlüssel, Schwert. Kein Widerspruch. Zierat-Kralle erhalten. Das muss ich überprüfen. Da war er. Alle Dunkelschäden, okay. Aber hier auch. Abwehr und Angriffskraft steigen. Was ist? Angriff steigt. Okay, ist aber auch Abwehr mit drin, alles klar. Gut, da gibt es zwei. Ja, dann passt das doch. Mann, das ist auch in Ordnung. Ich habe ein bisschen mehr Angriff oben drauf. Hab dann aber alle Elemente minus 20%. Ich glaube, das gönne ich mir mal, weil ich habe das Gefühl, ich werde ja bald eher dunkel brauchen. Und ich glaube, es ist cooler. Ja, rein rechnerisch hast du schon mehr Vorteil, wenn du drei Elemente 20% hast, anstatt nur einem. Aber hier bist du ein bisschen allroundiger aufgestellt. Ich mach's jetzt mal so. Ja, ein bisschen Angriff ist auch gar nicht verkehrt. Für mich, das passt. Daher gönnen wir uns das mal auf die Art und Weise. Yay, Welpen! Nochmal runter, bitte. Da nochmal runter. Und da nochmal rauf. Der Schüler hier. Nichts gewonnen dadurch. Außer ein paar XP. Komme ich nicht durch. Oh. Ich komme nirgendwo durch. Außer hier, das bin ich. Ah, okay, jetzt bin ich trotzdem da. Ja, dann, ob ich nun dadurch springe oder dadurch springe, ist das ziemlich wurscht, wa? Was soll's. Aber, liebe Leute, ich würde sagen, das war's für heute.
Controller wird zur Seite gelegt. Ja. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken, aber die 4 Stunden sind vorbei. Morgen ist ein normaler Arbeitstag für mich. Armes Schwein, das heißt Frühdienst. Das heißt, ich muss ins Bett. Wir sehen uns dann, ja, spätestens, hoffe ich, denke ich, wieder am Dienstag gegen 17 Uhr, wenn es heißt Sandland. Wahrscheinlich das Finale von Sandland. Das sage ich schon seit 2 Wochen inzwischen. Und danach geht es weiter mit 4-3. Und naja, 4-3 hat keinen guten Eindruck gemacht zum Start. Hat 4-2 aber auch nicht. Ich hoffe, es wird besser. So oder so, das ist dann Dienstag am Start. Ganz eventuell, ihr wisst Bescheid, eventuell morgen noch nur manchmal sowas in der Richtung, aber unwahrscheinlich. Ansonsten, gehabt euch wohl. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Angenehme Start in die Woche. Angenehme Start in die Woche und macht's gut. Ciao.